Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es hat literally vor 3 Minuten an meiner Haustüre geklingelt und es kam, Achtung, das neue Schätzchen von Urban Decay, die Stay Naked Hydromaniac Tinted Glow Hydrator Medium Coverage Foundation. Und wir wollen die testen. Ich habe euch bei Instagram gefragt, ob ihr dazu eine Review sehen wollt. 99% haben logischerweise mit Ja abgestimmt. Falls ihr bei zukünftigen Abstimmungen auch mitmachen wollt, schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Aber ich bin sehr gespannt. Es ist jetzt 9 Uhr. Das heißt, wir haben die Foundation heute den ganzen Tag drauf. Wir schauen, wie sie funktioniert. Wir haben einen Primer. Und ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt auch gleich an. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet euch nichts. Ich habe gesehen, wir sind 35% von euch Schätzchen, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Und wenn ihr das tun würdet, dann würdet ihr mir einen riesengroßen Gefallen zu 100.000 Abonnenten dieses Jahr machen. Wir werden das Ganze testen. Ich habe 2 Farben zugeschickt bekommen und ich würde vorschlagen, los geht's. Ihr seht, ich habe noch nichts im Gesicht. Ich habe auch noch keine Pflege aufgetragen. Also ich habe nur so ein Sargespray von Drunk Elephant benutzt heute Morgen. Sieht alles ganz gut aus. Ich habe so ein paar Unreinheiten bekommen. Ich habe nämlich neulich ein chemisches Peeling gemacht und danach ist bei mir immer erstmal ein bisschen Party im Gesicht angesagt. Deswegen bin ich so ein bisschen unsicher, was so ein Tinted Moisturizer können soll. Ihr kennt mich ja, Freunde, ne? Also in diesem Gesicht landet eigentlich immer nur Full Coverage. Aber ich bin ehrlich mit euch, seitdem ich ja wirklich gefühlt seit fast einem Jahr in meiner Wohnung hänge, ändert sich das Ganze so ein bisschen. Und ich trage zwar jeden Tag immer noch Make-up, aber die Produkte, die ich mir aufs Gesicht gebe, probiere ich, dass sie ein bisschen weniger sind. Klappt nicht immer, manchmal funktioniert es. Und generell so dieser ganze Make-up-Trend geht eher in diese Natural-Geschichte, glowy, gesunde Haut, frische Haut, Hydration, Ingredients, Superfood. Also so Skincare und Make-up verschmilzt so ein bisschen. Das hat Urban Decay mit dieser Foundation probiert. Ich lese euch ganz kurz vor, was das ganze Schätzchen können soll. Die kommt heute am 25. Januar raus. Falls es schon online ist, verlinke ich es euch unten gerne einmal. Dann könnt ihr da gerne vorbeischauen. Die Foundation soll bis zu 24 Stunden Feuchtigkeit spenden, 24 Stunden Glow geben, Dewy und Juicy Finish, ein Healthy Looking Glow, also ein gesunder Glow, und soll bis zu 24 Stunden halten. Ist ein guter Claim. Mir reicht es tatsächlich, wenn die schon 12 Stunden hält. Und hier ist Kombucha Filtrate mit drin und Marula Oil. Marula Oil ist ein recht gutes Oil, sehr klein und spendet viel Feuchtigkeit. Benutze ich sehr, sehr gerne von Drunk Elephant. Ich habe das Ganze in 2 verschiedenen Farben bekommen. Einmal in der 40 und in der 30. Die Farbrange ist jein. Also es gibt sehr hell und sehr, sehr dunkel. Das ist super gut, aber es sind nicht so viele Abstufungen drin. Was ich mir dabei denke ist, das ist ja auch eher nur so ein leichtes Produkt. Das heißt, die eigene Hautfarbe soll so ein bisschen durchscheinen und das ist nur so eine Ergänzung. Urban Decay war so freundlich, hat mir die 40 und die 30 geschickt. Wir schauen mal, wie das Ganze funktioniert. Es gibt aber auch einen Primer. Ich glaube, der ist dazu. Ich weiß es nicht, er war mit im Paket und das ist der All Nighter Ultra Glow Face Primer. Vielleicht kennt ihr ihn schon, ich kenne ihn noch nicht. Wir werden den auf jeden Fall auf einer Gesichtshälfte auftragen und auf der anderen Seite nicht. Wir schauen jetzt aber erstmal, wie die Farben sind. Ich habe hier einmal die 40 und die 30. Das ist einmal die 30 und das ist die 40. Ich glaube, dass die 40 besser passen wird. Blend mal ganz kurz so ein bisschen aus. Ja, definitiv. Also die 30 ist ein bisschen zu hell. Eventuell kann man die aber auch gut mit einer anderen Foundation vielleicht mischen. Einfach um so ein bisschen die Deckkraft rauszunehmen oder so ein bisschen Glow mit reinzugeben. Ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, dass das Ganze funktioniert oder nicht. Und wie ich damit reagieren werde. Denn, Freunde, also dieses Gesicht braucht Full Coverage. Sonst sehe ich aus wie, weiß ich nicht, ich fühle mich so ein bisschen gammelig im Moment. Ich glaube, es geht uns aber allen so. Deswegen hoffe ich, dass Make-up das Ganze so ein bisschen retten kann. Whatever. Wir fangen an mit dem Primer. Das ist ein Glow Primer. Ich habe den eben schon mal auf der Hand geswatcht. Fühlt sich gut an. Das ist einfach wie so ein durchsichtiges Gel. Und das trage ich mir jetzt erstmal hier rechts auf. Nicht parfümiert. Okay, gibt... okay. Also, seht ihr das? Es, ich habe so ein bisschen Foundation schon mit drin. Mist. Es gibt auf jeden Fall direkt ein Glow auf der Haut. Das sieht so ein bisschen aus wie der NYX Jelly, dieser Bear With Me Face Jelly Primer. Und fühlt sich so ein bisschen an wie der Milk Hydro Grip Primer. Der ist nicht parfümiert, der von Milk glaube ich auch nicht. Der von Milk riecht aber so ein bisschen
nach Make-up. Der riecht literally nach gar nichts und wird auch so ein bisschen sticky. Steht hier irgendwas drauf, wie man das auftragen soll? Ich hatte gehört, dass man das mit den Fingern machen soll. Wir probieren es einfach aus. Ich nehme jetzt die 40. Ach so, aber wartet mal. Die oxidiert ein kleines Stückchen. Seht ihr das? Also die wird so ganz leicht ein bisschen dunkler. Deswegen mische ich mir vielleicht doch jetzt mal die 40 und einen kleinen Hauch von der 30 mit rein. Einfach um zu schauen, wie das Ganze sich so ein bisschen anpasst. Also die Konsistenz ist eher so ein bisschen wie eine normale Foundation. Ich habe eher gedacht, dass das so ein bisschen wie so ein Tinted Moisturizer ist. Das ist aber ein Hydrator. Also es wird auch nicht gesagt Tinted Moisturizer so an sich, sondern wirklich so ein Hydrator. Und das hat eine Medium-Deckkraft. Also wir schauen mal. Ich habe hier einen Fenty Brush und wir arbeiten uns das Ganze erstmal hier auf der ersten Gesichtshälfte ein. Also dadurch, dass die Konsistenz so ein bisschen dickflüssiger ist, ist es tatsächlich, es ist nicht so flüssig, ne? Also man muss schon so ein bisschen arbeiten. Ich hole euch mal ein Stückchen heran. Schaut mal, ich glaube, so könnt ihr alles so ein bisschen besser sehen. Also, sie hat auf jeden Fall direkten Glow hinterlassen und sie sieht sehr leicht auf der Haut aus. Sie erinnert mich so ein bisschen an so eine typische Editorial Foundation. Also die Foundation, die Make-up-Artists für Fotoshootings benutzen. Die benutzen ja meistens kein Puder, einfach um die Hautstruktur so natürlich wie möglich zu halten. Ich bin ein bisschen überrascht von der Deckkraft. Also ich habe gedacht, dass sie viel, viel leichter ist. Farbe passt auch sehr, sehr gut. Und ich finde, sie hat genug abgedeckt bei mir jetzt, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man größere Hautunreinheiten hat. So ein paar deckt sie auf jeden Fall ab. Und ihr seht auf meiner Lippe, da ist schon Deckkraft hinter, ne? Also das ist, ja, medium buildable. Passt ganz gut. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Hier habe ich jetzt keinen Primer benutzt. Deswegen nehme ich jetzt auch mal den Schwamm. Ohne Primer, ohne alles. Und wir schauen, wie sie dann auf der Haut aussieht. Auch die ist nicht parfümiert und riecht nicht künstlich. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Wet n Wild Foundation. Die hat ja auch keine eigenen Duftstoffe drin. Riecht aber dadurch so ein bisschen nach, ja, einfach nach Foundation. Tut die hier nicht. Also die riecht wirklich einfach nach gar nichts. Bin gespannt, wie ich das Öl und so vertrage und wie das Ganze dann nach ein paar Stunden aussieht. Weil üblicherweise habe ich so ein paar Probleme mit Öl in Foundations, dass das Ganze so ein bisschen, ja, es wird dann halt zu schnell ölig und nicht glowy. First Impression ist jetzt aber hier nicht dieses extrem oily. Also es sieht frisch aus, oder? Ich finde tatsächlich, dass die Foundation hier ohne den Primer noch ein bisschen glowiger aussieht. Mir gefällt die Seite mit dem Primer aber gerade ein bisschen besser. Sieht ein bisschen ebenmäßiger aus. Ich baue das Ganze jetzt noch mal ein bisschen auf. Ich mische mir noch mal ein bisschen 30 und 40 rein. Und wir schauen mal, wie viel wir sie aufbauen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Foundation auch genau jetzt zu dieser Jahreszeit ganz gut ist. Einfach dieses Feuchtigkeitsspendende, so ein bisschen, wenn die Heizung angeht. Und jetzt seht ihr auch diesen Glow. Also wenn sie sich so ein bisschen mit der Haut verbindet und so ein bisschen die Wärme von der Haut in die Foundation kommt, kommt auf jeden Fall dieser Glow raus. Ich schaue mir das Ganze mal von Namen an. Wow. Okay. Ich schaue ja immer so ein bisschen hier in mein Display, aber von Namen, also sie sieht wirklich, wirklich wet auf der Haut aus. Ihr seht das, glaube ich. Sehr, sehr frisch, sehr gesund, oder? Ja, gefällt mir sehr gut, verbindet sich schön mit der Haut und ich glaube, hier in dem Bereich könnt ihr ganz gut sehen, dass das schön frisch und glowy ist. Wenn ihr trockene Haut habt, könnte ich mir sogar vorstellen, dass man sie nicht wirklich setten muss. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass sie halt recht feucht noch im Gesicht ist. Deswegen machen wir einfach mit meiner Make-up-Routine weiter. Ich benutze einen Concealer und benutze dazu im Moment sehr, sehr gerne den von Dose of Colors. Den habe ich bei Beauty Bay gekauft. Kundenservice war so ein bisschen schwierig und der passt farblich auch perfekt. Blende den gleich so ein bisschen hier an der Kante aus und möchte aber heute wirklich viel mit Cremeprodukten arbeiten. Das Ganze sieht ja sehr gesund und sehr frisch aus. Auch der Concealer verbindet sich gut mit der Foundation. Doch, also super glowy, super frisch. Wenn ich jetzt ein Fotoshooting machen würde, würde die Haut sehr, sehr schön aussehen. Sehr schön. Ich benutze jetzt hier einen Pinsel von Leti, das ist die FF4 und gehe in die Natasha Denona Blumenpalette. Ich drehe das Video ja vor, eventuell ist heute diese neue Love-Kollektion rausgekommen. Die möchte ich unbedingt testen, aber die ist auch schon richtig schön. Das ist so Cream Blush und das tupfe ich mir hier einfach nur so ein bisschen rüber. Dadurch, dass das ja alles sehr, sehr flüssig ist. Ja, also es sieht immer noch sehr schön glowy auf der Stirn aus. Ich habe das Gefühl, je länger ich sie auf der Haut lasse, desto
glowiger wird das Ganze. Ich sette das Ganze mit meinem selbst zusammengemischten Baking Puder. Ich habe das nur hier bei Anastasia reingemacht. Da sind, glaube ich, 10 verschiedene Puder drin. Das von Tara, das von Kimchi Beauty, das teste ich gerade noch, ist da mit drin. Also gefühlt alle losen Puder, die ich habe ich zusammengemischt, um das perfekte Frankenpuder zu erzeugen. Dann nehme ich meinen Blende voll, gehe hier rein und sette damit unter den Augen nur. Und das lasse ich jetzt erstmal so ein bisschen baken. Den Rest des Gesichtes setten wir heute mal mit dem Anastasia-Puder. Ich finde, das ist sehr, sehr leicht auf der Haut. Und ich möchte ja so ein bisschen frischer aussehen heute. Ich habe das in der hellsten Farbe übrigens. Ich finde, das andere ist so ein bisschen zu gelbstichig. Und man benutzt davon ja wirklich nur wenig. Und dustet das einfach so ein bisschen rüber. Und jetzt ist selbstverständlich der Glow weg, ne? Also damit habe ich jetzt gerechnet. Wir machen das Make-up einmal fertig. Und dann zeige ich mich nochmal. So sieht das Make-up einmal fertig aus. Ich habe kein Setting-Spray benutzt, habe auch extra nicht wirklich Highlighter benutzt. Das kommt natürlich so ein bisschen vom Blush durch. Aber, also, kleiner Eindruck. Es fühlt sich sehr leicht im Gesicht an und ich finde, dass es extrem fein aussieht. Also sehr leicht, nicht so schwer, nicht so cakey. Hier um die Nase habe ich vielleicht ein bisschen zu viel sogar benutzt, aber. Also hier so an Stellen, die bei mir sonst eher so ein bisschen betont sind, durch Poren, sieht das Ganze sehr, sehr fein aus. Also es gefällt mir bis jetzt gut. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze über den Tag verteilt. Es ist jetzt 9:39 Uhr. Na, sagen wir mal 10. Ich melde mich in ein paar Stunden wieder bei euch und dann schauen wir, wie mein Gesicht aussieht. Bis gleich. Es ist 12, das heißt, ich habe den ganzen Spaß. Knapp 2 Stunden jetzt drauf. Ich komme ganz nah an die Kamera, extra in 4K. Mal ein bisschen runterstellen, dass ihr alles sehen könnt. Also, sie sieht wunderschön auf der Haut aus und tatsächlich kommt dieser Glow, also ihr seht es auf der Stirn und auf der Wange, sehr gut durch. Was sagt er? Ich bin gespannt, wie sich das über den Tag verhält. 2 Stunden ist jetzt natürlich nicht viel. Ich habe eben das Video schon mal so ein bisschen angefangen zu schneiden und selbst im Video sieht man diesen Glow, also hier vor allen Dingen, ne? Ich habe extra keinen Highlighter benutzt. Super schön und sie fühlt sich, die Haut fühlt sich ganz weich an. Und ein Zwischenstand gegen 15 Uhr. So langsam seht ihr, die Nase wird so ein bisschen oily. Allerdings finde ich, sieht das Ganze, also es zersetzt sich nicht. Ich habe oft das Problem bei so Super Glow Foundations, dass sich nach einer gewissen Zeit die Foundation an der Nase zersetzt. Das tut diese nicht. Also sie wird tatsächlich einfach ein bisschen feuchter und man merkt das auch. Ich könnte jetzt mit einer kleinen Schicht Puder einfach noch rübergehen. Ich finde, es sieht aber trotzdem wunderschön aus. Und das nach 5 Stunden schon. Ob sie 24 Stunden hält, das finden wir heute nicht heraus, weil ich die Foundation niemals 24 Stunden tragen werde. Aber ich denke mal, bis 18 Uhr auf jeden Fall. Ich werde jetzt einkaufen gehen. Ich werde eine Maske tragen. Ich glaube, danach wird die Nase weg sein. Das ist aber völlig normal bei Foundations. Ich habe keine Foundation gefunden, die wirklich mask-proof ist. Das Einzige, was mir so ein bisschen hilft, ist das All-Nighter Setting Spray von Urban Decay, was es so ein bisschen reduziert. Was es ein bisschen besser reduziert, ist das von Benefit, dieses Professional. Also das schützt schon so ein bisschen die Foundation vom Abstempeln. Aber ganz ehrlich, ist mir völlig egal. Ich trage die Maske ja nicht mit dem Hintergrund, oh Gott, meine Foundation, ist mir wurscht, ich kann sie nachschminken. So, ihr Mäuse, es ist 19 Uhr. Auf einmal war die Sonne weg. Von einer Weile schon. Und ich würde mich jetzt gerne demnächst abschminken gehen, weil ich jetzt Feierabend machen wollte. Schaut euch das an. Also, sie sitzt überall noch, so wie ich sie aufgetragen habe. Sie ist tatsächlich ein bisschen ölig geworden um die Nase herum. Ich habe nicht abgepudert. Ein bisschen seht ihr, dass die Maske abgenommen hat. Aber overall fühlt sich die Haut richtig schön frisch an und sieht immer noch gesund aus. Ich kann mir vorstellen, dass die Foundation etwas für sehr trockene Haut bis normale Haut ist. Falls ihr ölige Haut habt, würde ich das vielleicht nicht sagen. Da gibt es dann die Stay Naked Foundation. Die ist, glaube ich, ein bisschen besser für euch. Aber sie fühlt sich richtig gut an und ich bin gespannt, wie sie in den nächsten Tagen weiter in meinem Gesicht funktioniert. Ich werde euch da definitiv ein Update geben. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Finish nach einigen Stunden findet. Mir gefällt das ganz gut. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei gewesen seid, ihr süßen Mäuse. Aber bis dahin.